Hallo und vielen Dank fürs Einschalten zu Let's Play Tetris. Ich meine es so ernst, wie die Musik jetzt gerade läuft. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Und ich habe mich jetzt entschlossen, Tetris immer mal wieder zu Let's Play. Also immer, wenn ich mal eine Viertelstunde oder so nichts vorhab, werde ich einfach mal eine Runde Tetris zocken. Warum? Weil ich es kann und weil ich beweisen will, dass man absolut jedes Spiel, was es gibt, Let's Playen kann. Völlig egal, wie schwer oder langweilig es ist. Und ich habe gerade zwei lange hintereinander bekommen, was ich super finde. Es war kein Vierer, aber ich hatte schon mal versucht, es aufzunehmen. Das lief dann nicht so toll. Aber völlig egal, wie lange das geht. Also scheiß drauf, ob ich im ersten Level sterbe oder im 27. Wenn das Ding schon Lichtgeschwindigkeit hat. Gibt es irgendwas, worüber ich reden könnte? Ja, ihr seid hässlich. Nee, ich meine, ich bin hässlich. Meinte ich natürlich. Ich würde euch ja niemals beleidigen wollen. Ich bin gerade etwas aufgedreht. Tidal, wie geht es dir so? Ihr geht es furchtbar. Sie ist schrecklich erkältet. Und ich kann nichts dagegen tun, außer ihr die Nase abpacken. Obwohl das, glaube ich, nicht so richtig funktioniert. Okay, ich will eigentlich nicht auf noch ein Vierer. Doch, wollte ich natürlich hinausbauen, aber so geht's auch. L-Block. Ah, here's a mystery. It all has a purpose. L-Block. L-Block. Ich finde das so geil. Ich glaube, das werde ich mal verlinken in die Kommentare. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne mal Typ B spielen, wobei ich das eher öde finde. Typ B ist... Muss ich wirklich Tetris erklären? Ich glaube, die Kinder von heute kennen das ja gar nicht mehr. Ich meine, im Laden gibt es höchstens noch einen Tetris-Abklatsch. Im Laden? Wer sagte das doch heutzutage? Im Laden? Ah, perfekt. Der Tetris-Gott ist auf meiner Seite. Er unterstützt die Tatsache, dass irgendwer sein Spiel Let's Playt. Das ist aber nicht der, den ich haben wollte. Gut, dann machen wir auf Risiko. Toll, jetzt könnte ich den zumachen. Gut, dann machen wir den auch zu. Ich darf nicht zu hektisch spielen. Sonst kapiere ich wieder ein Level 2 und das wäre nicht so witzig, denn das hat mich schon mal geärgert. Ich hasse es, ich will das da hinten nicht immer weiter zubauen. Jetzt kommt die Rache des Tetris-Gottes, ich merke das schon. Gut, auf ist es noch nicht, aber wir kommen schon mal näher ran. So, ich baue den dahin, den da drauf. Boah, bin ich ein Genie. Oh, perfekto. Und it's open. Oh, bitte jetzt einen langen. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Sei nicht so ein Arsch. Scheiße, was mache ich jetzt? Komm schon, sei nicht so ein Arschloch. Ich hasse dich, Tetris-Gott. Ich liebe dich, Tetris-Gott. Aber ich könnte noch ein paar mehr davon gebrauchen. Dankeschön. So, jetzt haben wir es wieder offen. Und alles ist wieder gut. Der Grund, warum ich das immer direkt runtergehen lasse, ist einfach nur, dass ich das gleiche Gefühl dafür bekomme, an welcher Stelle, beziehungsweise wo es irgendwie runtergeht. Ich will einfach nur ein Gefühl dafür haben, mit welcher Bahn sich die Dinger bewegen. Meine Güte. Perfekt. Ich will jetzt nicht auf nochmal auf einen Vierer warten, vor allem weil die Geschwindigkeit jetzt auch immer weiter zunehmen wird. Und jeder, der das Play guckt, wenigstens wegen der Musik, ist ein Held. Ich glaube, es gibt kein Spiel, was so oft remaked wurde wie Tetris. Wenn ich so drüber nachdenke, auch wenn man nicht gerade sagen könnte, dass Tetris so der geistreichste Remake aller Zeiten ist, ist das häufigst remakedeste Spiel aller Zeiten. Und es war das erste Spiel, was ich jemals auf dem Game Boy Business noch, weil das direkt dabei war. Wieso hat man eigentlich Tetris dazu gepackt und nicht Super Mario Land? Ich glaube, weil das erst später dazu kam. Und jetzt, badaböm, ein Vierer verballert. Und, badaböm, ein Vierer verballert. Ich glaube, sowas sieht man nie wieder. Der Tetris-Gott hat mich nur auf eine Probe gestellt. Alter, könntest du mir mal aufhören, diese dämlichen Dinger zu geben? Danke, oh Herr. Oh nein. Ah doch. Eigentlich hätte ich gerne mal wieder einen L-Block. Da drauf. Oh, danke, ein L-Block. So, jetzt ist der zu, jetzt ist er wieder offen und alles ist wieder gut. Wir müssen aufpassen, dass wir uns möglichst niedrig halten, gerade für die späteren Level. In Zukunft werde ich Tetris wahrscheinlich dafür benutzen, um das im Hintergrund meines Blockes auch mal laufen zu lassen. Weil ich finde es zwar ganz schön, wie auf meinen Block geguckt wird, aber es würde eigentlich nicht schaden, ich probiere es. Wenn ihr was zu gucken hättet gleichzeitig. Deswegen wollen wir mal gucken. Ja gut, jetzt kommt ein bisschen zu früh, aber was soll's.
Der Tetris-Gott liebt mich sehr. Was ist mein Ziel? Ich bin eigentlich schon weiter, als ich dachte oder kommen wollte. Oh nein, was habe ich getan? Ich habe den Tetris-Gott herausgefordert und er hat mir ein Vierer geschenkt. Danke! Na gut, es fehlt jetzt zwar ein Blöckchen, aber was soll's. Wir sind gleich Level 6. Das müsste ich mal machen, meine Let's Play-Kollegen zu einer Runde Tetris herausfordern. Dass man die ganze Zeit dabei redet und dann auch noch versucht, richtig weit zu kommen. Hey, ich bin richtig gerade im Rhythmus drin, aber ich glaube, Tetris-Gott mag mich nicht mehr. Komm schon, ich vertraue dir. Du bist mein Bro, Mann! Komm schon, sei brotastisch. Dankeschön! Ich hab schon gedacht, ich sterbe jetzt, ne? 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 Arschlöcher. Daumen runter für jeden, der gedacht hat, ich würde jetzt sterben. Ich weiß gar nicht, kommt das Spiel eigentlich offiziell aus Russland? Oder war das immer nur so ein urbaner Mythos? Weißt du, ob Tetris aus Russland kommt? Sie dachte auch, dass es so ist. Zumindest halt wurde in Police Academy ja Tetris, was heißt verarscht, beworben, sag ich mal. All diese Propagandafilme, weißt du, ich glaube, in Police Academy 27 oder Police Academy 38 haben sie das Spiel Tetris mal behandelt. Ja, der will irgendwie so ein Spiel auf den Markt bringen und irgendwie weiß ich nicht mehr, worum es geht. Ich weiß nur, dass der Film voll... Ey! Voll scheiße war ich. Wie hab ich das denn gemacht? Mit Select kann man das ausblenden? Nein, danke. Ich spiele es so, wie sich's gehört. Warum soll ich es mir unnötig schwer machen? Gott, machst du unnötig schwer? Nein, Herr Benent, ich werde es nicht tun. Das ist doch völlig behindert. Sowas würden nur Oh. Danke, Tetris-Gott. I own you one. I own you two? So, ich würde sagen, der passt jetzt dahin. Level 8. Das ist doch schon mal nicht schlecht gemacht. Bitte was? Ein Russe hat's erfunden. Das erklärt auch darum, warum der. Oh Gott, wie heißt das? Der Kreml oder wie halt auch immer dieses Ding heißt, wegfliegt, wenn man genug Punkte hat. Ich glaube, ab Level 27 oder so fliegt der Kreml weg. Das ist ganz lustig. Ich glaube aber nicht, dass wir es jetzt auf Anhieb erreichen. Das wäre schon ziemlich töffig. Oh, perfekto. Na gut, andersrum wäre noch perfekto rare gewesen. Aber ich danke dir, Tetris-Gott. Und ja, ich glaube fest daran, dass es einen Tetris-Gott gibt. Huldigt ihm und bringt ihm Spenden. Nee, das heißt Gaben, oder? Wie heißt das bei Göttern? Opfergaben? Und er wird euch mit Vierern laben. Kein Let's Player schafft so viel wie ich, wenn er nebenbei die ganze Zeit redet. Ja, ihr seid alle gechallenged. Es wundert mich sowieso, dass es so wenig Tetris-Let's Plays gibt. Ich meine, gut, viel länger werde ich nicht durchhalten, weil mich allmählich so die Konzentration verlässt und das Spiel auch nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache. Alles gut. Alles ist gut. Ich muss das jetzt nur wieder abbauen. So, den darauf, den darauf. Ich bräuchte einen Vierer. Ich bräuchte ganz dringend einen Vierer. Oh Mann, so dringend habe ich lange keinen Vierer gebraucht. Ich glaube, das war's, Leute. Ahaha! Nein, ich wollte doch noch viel weiterkommen. Das ist so gemein. Ich will leben. Tetris-Gott, warum? Warum hast du mich plötzlich? Nein, nur 6 Lines mehr und wir hätten Level 10 erreicht. Oh Mann. Das Tolle ist, normalerweise, das Original Tetris hat es ja nie gespeichert, welchen Namen man sich gegeben hat. In diesem Fall wird es das aber, weil ich ja Save States setze zwischendurch. So, LTF. LTF-AA. LTF am Arsch. Nur gut, das war die erste Folge Tetris. Beim nächsten Mal versuche ich Stufe 10 zu erreichen. Danke euch fürs Reinschauen. Jeder, der es auch Let's Play, kann es gerne als Videonachricht unter dieses Video knallen. Und bis dann.